Warum es eine Dummheit ist, anderen Menschen Stolz vorzuwerfen. Damit ist nicht gesagt, dass der andere nicht stolz sei, sondern nur erstens, dass Stolz die Eigenschaft hat, bei sich selbst nicht erkannt zu werden, zweitens, dass jeder Mensch irgendwo Stolz hat und drittens, dass der Vorwerfende faul und unwissend ist, Fehler auch konkret zu benennen, statt sie zu verallgemeinern. Stolz ist die Ursünde, die den Menschen in Auflehnung, Ungehorsam, Rebellion gegen Gott führt. Die Folgen sind Unvergebenheit, Lieblosigkeit, Neid, Unzucht, Dieberei, Mord, Ehebruch, Habsucht, Bosheit, Betrug, Ausschweifung, Lästerung, Unvernunft, Überheblichkeit, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Zorn, Selbstsucht, Parteiungen, Trunkenheit und Weltliebe. Wer Stolz vorwirft, zeigt damit seine Lieblosigkeit, dass er sich nicht die Mühe machen will, konkret zu beschreiben, welche Auswirkungen des Stolzes er beim anderen erkennt. Es ist eine lieblose Art, anderen einfach Stolz vorzuwerfen. Das machen viele, um andere Menschen zu diskreditieren. Denn wenn sie stolz sind, braucht man sich ja nicht mit ihnen und ihren Argumenten auseinanderzusetzen. Wer Stolz vorwirft, ist nicht bereit, in den anderen zu investieren, sich über den anderen Gedanken zu machen, wie er es ihm erklären kann, wie er dessen Herz überhaupt erreichen kann, ihn an die Hand zu nehmen, um ihm zu helfen, sondern er kanzelt ihn lieblos ab und überlässt ihn sich selbst. Der Vorwurf des Stolzes ist immer Lieblosigkeit. Nicht wegen des Vorwurfs, sondern wegen der fehlenden Hilfe. Ein Vorwurf ist keine Hilfe, weil der andere es nicht annehmen kann. Wer einem anderen Stolz vorwirft, sagt mehr über sich selbst aus als über den anderen. Er ist blind für sich selbst und offenbart noch Lieblosigkeit obendrauf. Ihm geht es weder um Hilfe für den anderen noch um Dienen, sondern es geht um Richten und den anderen fertig machen, statt ihm zu helfen. Es ist billig und verwirrend, statt helfend und fürsorgend. Wer einem anderen Stolz vorwirft, der spielt das Spiel, dass er eine Nadel im Heuhaufen versteckt und den anderen suchen lässt, ohne ihm zu helfen. Es ist im besten Fall unterlassene Hilfeleistung, aber eigentlich ist es nur böse, weil man den anderen teuflisch auf sich selbst zurückwirft. Wir können die Folgen des Stolzes finden, aber den Stolz sehen wir oft nicht. Wenn dir also jemand Stolz vorwirft, dann bleib in der Liebe, schlage nicht zurück, achte auf deine Worte, sag einfach, dass du es prüfst. Wenn Menschen so oberflächlich sind, dir etwas vorzuwerfen, aber nicht bereit sind, dir zu helfen, dann mache einen großen Bogen um solche Menschen. Stolz ist schlecht und Demut ist gut. Wir dürfen einander ermutigen, in der Demut zu wachsen und sollen uns auch ermahnen, wenn wir die Folgen des Stolzes bei jemandem sehen. Aber wir sollten ihm nicht Stolz vorwerfen, sondern sie in Demut und Sanftmut bitten, dass sie in bestimmten Punkten sich selbst prüfen. Wir dürfen mutiger werden, andere zu korrigieren. Aber wenn der andere nicht unsere guten Absichten erkennt, wird er es nicht annehmen können. Die Liebe ist das Größte. Und vermeide du Botschaften, sondern zeige im Wort, dass wir zum Beispiel nicht lieblos miteinander umgehen sollen. Sprich Fehler in der Gruppe allgemein für alle an und nicht konkret, um Menschen nicht direkt anzugreifen. Das Ziel muss immer sein, den anderen zu gewinnen und nicht ihm eine Lektion zu erteilen.